Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Schell. Wir sind zurück mit dem mächtigen deutschen Orden. Und im letzten Teil haben wir Twer den Krieg erklärt, das ist ein Vasall der Goldenen Horde. Ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt zwischenzeitlich ein bisschen länger nicht mehr gespielt, aber ich wollte jetzt zumindest eines meiner Projekte, nämlich entweder das Baltic Crusader Achievement oder die Gründung Preußens. Also eines der beiden wollte ich jetzt abschließen, bevor ich dann endgültig einsteige in den neuen DLC Mandate of Heaven. Deswegen ist dieses hier jetzt noch ein bisschen vorproduziert. Wundert euch also nicht, wenn 1.2.0 jetzt schon raus ist, aber ich glaube, so an der grundsätzlichen Taktik wird sich insgesamt nicht so viel ändern. Leider sind bei der Preview-Patchung bei mir so ein bisschen die Kartenmodi verloren gegangen. Ich gucke jetzt nochmal kurz rein. Wie sieht das hier aus? 19, 12, ja, 28, ne? Also wäre noch eine Möglichkeit hier Pommern anzugreifen. Die haben jetzt nicht so ein starkes Bündnis. Ach, guck mal da, die sind auch gerade im Krieg, ne? Vielleicht gar nicht so schlecht. Habe ich einen Anspruch drauf? Ich habe mal Anspruch drauf. Naja, dann sollten wir das vielleicht jetzt auch gerade mal, dann sollten wir diese Ein-Mann-Provinz da jetzt mal gerade schnell abfrühstücken. Da oben ist eh nichts zu holen. Da ist nicht mit zu rechnen, dass wir da noch auf großartigen Widerstand stoßen. Ja, unter Umständen haben wir noch eine Revolte. Achso, die sind hier oben, ne? Ja. Wir haben nicht mehr ganz so viele Rekrutenreserven. Da müssten wir dann also tatsächlich auch hier unsere Söldner effizient einsetzen. Um die Gründung Preußens abzuschließen, brauchen wir Admin-Tech 10. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich mit dem Baltic Crusader Achievement schneller fertig sind. Ah, da war es schon hier. Denn schaut mal, wir beherrschen bereits einige Teile Russlands. Das Dumme ist, das Ding hier gehört noch Schweden. Müssen wir mal schauen. Aber wir können hier tatsächlich, also wir können hier tatsächlich schon ganz gut wüten, glaube ich. Und wir haben schon ganz gut gewütet. Wir müssen mal abwarten. Ja, dann. Venedig rivalisiert die Osmanen. Aragon nicht mehr, die Engländer. Sachsen hat Brandenburg rivalisiert, das ist schön. Und Polen fingiert einen Anspruch auf Neumark. Okay. Da ist unsere Revolte. Und zwar in Küsiger Aufstand auf ausgelaufenen Ösel, Reval und Narva. Und do deste Wesen, würde ich mal sagen, lauf doch mal hier hin. Was haben wir hier für eine Provinz? Das ist eine Ebene, dann sollten wir da tatsächlich angreifen. Ja, ich habe leider nur schlechte Nahkampfwerte, ne? Wann kommst du jetzt an? Am 26. August, ne? Dann kannst du eigentlich schon mal vorlaufen. Okay, 1. September, 2. September, super. Weil wir wollen ja ein bisschen unsere Rekrutenreserve schonen. Da seht ihr direkt, wir haben hier fast nichts verloren und hier haben wir, hier haben wir wieder auch ein bisschen was bei der, Kavallerie verloren. Schade, aber die anderen lassen wir jetzt mal gerade da oben. Zumindest hier stehen. Ich muss auf jeden Fall noch Ansprüche auf Novgorod fingieren. Torschok geht, sobald ich Rüschow eingenommen habe. Oder Rüschow, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Kann leider kein Russisch. Oder ob das eine besondere, ob man einen besonderen Dialekt beherrschen muss, wenn man das ausspricht. Karakoyunlu tritt er zum Mushwan Chishre und Sinja an das Osmanische Reich ab. Wird 180 Dukaten zahlen. Und das kostet nur 77 Diplomacht. Alter Schwede. Oder Osmane in dem Fall, ne? Hammerhart. Hammerhart. Da ist ja einiges am Start. Okay, die Osmanen sehen Ungarn nicht mehr als Rivalen an und haben stattdessen die Timis rivalisiert.
dass sie das machen. Dann wären wir noch als Rivalen drin. Interessant. Ja, kann sein, dass die jetzt da rausfliegen, weil die mittlerweile wohl zu weit weg sind. Ja, man könnte noch so ein paar richtig coole Achievements mit dem Deutschen Orden spielen. Und ich denke, das werde ich auch in der Version 1.2.0 wahrscheinlich noch versuchen. Sehr cool zum Beispiel wäre ja natürlich nochmal die heiligen Städte zu befreien. Also, ja, Jerusalem und so, da könnten wir nochmal einen Kreuzzug durchführen. Das ist ja das, wo wir eigentlich herkommen. Nochmal so uns sozusagen auf eine historische Mission begeben. So, du bist momentan dabei, in Böhmen die Beziehungen zu verbessern. Ja, das ist ganz wichtig. Mit denen will ich mich noch gut halten. Die werden halt nie ein Bündnis machen, ne? Obwohl. Warte mal, wow. Wenn ich mit dem Krieg fertig bin, würden die sogar ein Bündnis mit mir machen. Halt die Klappe. Unglaublich. Interessant. Kann ich eigentlich von dir... Na, Kriegsandrohung geht auch nicht, wenn wir im Krieg sind, ne? Okay. Komm hier, ich will eigentlich nur das Ding haben. Ja, dann nehmen wir doch die Kohle direkt noch mit. Muss man gerade schauen. Ne, dann lass die Kriegsreparation weg. Komm, ich brauche nur die eine Provinz. Erstmal. Damit ich auch auf Torschok noch einen Anspruch fingieren kann, ne? Schon mal direkt. Und dann kannst du auch hier runterkommen. Wir haben noch zu viele diplomatische Beziehungen, ne? Seht ihr hier. Ah, jetzt haben sie auch hier den Frieden gemacht. Ah ja, okay. Tambo, Vorosigilepsk, Lipetsk und Edkara will er wieder zurückhaben. Kriegt er auch. Wie viele sunnitische Provinzen hast du eigentlich? Das ist ziemlich cool, dass sie so viele sunnitische Provinzen haben, ist gut für uns. Solange die keine religiösen Ideen wählen. Besetzt durch Perm. Ey, so geil. Perm wickelt Kasan. Kasanische Eroberung von Perm. Ist ja gut nach hinten losgegangen. Perm wird groß. Perm wird groß. Das ist doch schön. Vielleicht können wir uns mit denen sogar... Aber du findest... Die finden Moskau bestimmt cool, ne? Ah, ne, doch nicht. Intergalactic Warfare 2 heißt der Track. Das wird häufiger gefragt, welcher Track das ist. So, schauen wir mal gerade. Die geben mir niemals Netze, oder? Naja, okay, gut, war schon irgendwie klar. Ja, schön, gut, es macht nur Dithmarschen mit, dann komm her. Du segelst im Krieg bitte nach Hause. Gut, und dann ist diese Armee schon mal weg. Ich werde diese Armee verschwinden lassen. Ja, fein. Wo ist Dithmarschen? Da oben komme ich überhaupt hin. Müssen wir gleich mal gucken. Nö, ne? Okay, gut, dann. Moskau hat Novgorod rivalisiert. Oh, wir können Militärtechnologie forschen. Ja. Frage ist ja auch mal, ob wir nicht mal eine Stadt von uns weiterentwickeln, ne? Müssen wir gerade Institutionenverbreitung gucken.
Aber Entwicklung ist immer gut, da packen wir noch. Institution mal gerade dazu. Kolm Danzig, Marienburg und so weiter, Königsberg. Ja. Das ist unsere Hauptstadt, ne? Ich muss mal gerade schauen, haben wir noch eine Möglichkeit, uns irgendwo, ja, hier, ne? Wir können dir Prestige in den Rachen werfen. Dann wird die Entwicklung billiger. Shit, doch nicht. Ich kann dir nur eine Provinz hinterher werfen. Die nicht Neva ist. Ich kann dir Riva geben. Moment, Moment, Moment. Nehme ich die 50 Diplomat? Ah ne, da verlieren die Loyalität. Ne, das will ich ja nicht, ne? Will ich einen Admiral haben? Der hat 3 Manöverpunkte, der ist nicht gut, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Admiral. Das Ding ist halt nur, wenn die mehr Einfluss haben. Ab, wie viel Prozent bekommst du? Bekomme ich hier nochmal einen Bonus? Ab 60. Moment. Moment, die Entwicklungskosten werden, glaube ich, nochmal billiger, wenn du mehr hast als wie viel? Muss man da irgendwie. Ach komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, 10% jetzt hier. Isidor von Hohenzollern. Kannst du was, Isidor? Okay, wow. Du bist tatsächlich schlechter als der andere Knabe. Du hast nur einen höheren Manöverwert. Ich bin gerade echt unsicher. Ja komm, ich schmeiß den mal raus. Wir behalten die mal beide. Du hast ja noch diesen höheren Schiffsreparaturwert. Das ist immerhin ganz cool. Komm, den schmeißen wir auch raus. Nee, der bringt nichts. Wir holen uns noch einen Gen. 0110. Okay, wir holen uns noch einen. Immerhin 1111. Okay, gut, dann nehme ich den Gregor. Der ist zwar kacke, aber besser als nix. So, Marienburg. Wir packen mal ein bisschen hier in die Entwicklung. Stopp, das ist die falsche Entwicklung. So, jetzt haben wir hier durch unsere Bürger immerhin einen 10% Bonus. Kriegen wir noch irgendwo was? Moment, Regierung stärken wäre auch noch eine Option. Ist aber momentan noch okay. Ich will das lieber in die Entwicklung stecken. Was ginge noch? Wir haben, glaube ich, sonst. Ich glaube, wir haben sonst nicht wirklich eine Möglichkeit, noch die Entwicklung jetzt momentan billiger zu machen. Komm, wir schmeißen da die Punkte rein. So. Und jetzt sollten wir direkt noch weitere Punkte. Jetzt sollen wir direkt noch weitere Punkte machen. Wir schauen mal hier. Stände. Wichtige Karte. Denn. Wir schauen mal kurz. Wo haben wir denn hier. Das hier ist auch Adel. Die entwickeln wir nämlich direkt auch noch. Das Schöne ist, wenn wir hier auf die Grundmannstärke gehen, haben wir auch noch ein bisschen mehr davon. Ich
Ja, dass wir da die Renaissance stärker fördern, das vernachlässige ich jetzt eigentlich sogar noch halbwegs, sondern mir kommt es wirklich darauf an, dass wir die Punkte noch sinnvoll investieren. Und klar, wir sind zwar im Krieg, aber wir haben die Punkte en masse. So, und jetzt will ich trotzdem nochmal die Beziehungen zu dir verbessern. Bist du gleich frisch? Ah, Schweden hat bei uns spioniert. Oh cool, 10% Handelseinfluss, das ist schon mal nice. So, dann schauen wir mal, ob wir ihn erwischen. Ja, der ist halt sofort weg, ne? Ich weiß auch nicht, Neva müssten wir eigentlich auch noch zum Start machen. Okay, mit der Blockade hat es dann ja relativ schnell geklappt. Cool, wir haben ein Schiff erobert. Ein Handelsschiff, geil. Okay, nice. Dann kannst du schon mal direkt nach Ösel wieder fahren. Dann gehst mit hier dazu. Novgorod, ich wollte fingieren. Schön. Ich muss halt gucken, wie lange hast du noch. Du hast bist mit Polen verbündet, hast aber keinen Waffenstillstand mit Moskau. Das ist schon mal aber das Bündnis mit Polen ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann warten wir, bis Moskau sich tatsächlich mal dazu entschließt, seinen Angriff durchzuführen. So, wie sieht das hier aus? Riegaische Nationalisten, die kommen demnächst. Mal schauen, ob wir dich da oben erwischen. Ich muss die Flotte mal zusammen. Kommst du mal zurück und dann werden wir hier mal gleich schauen, dass wir Nägel mit Köpfen machen. So, gibt es eine Koalition? Oh, ist dann aufgerottet, ne? Okay, ich muss also tatsächlich noch gegen Dithmarschen kämpfen. Wie viele Truppen haben die? 6000. Okay. Wir haben 11 Transportschiffe. Na, dann müsste doch eigentlich reichen, oder? Ja, dann gucken wir mal, wo seine Flotte hinfährt. Aber wahrscheinlich muss er jetzt nach Dithmarschen fahren. Boah, 466, ey, was ein harter Thronfolger das ist. Okay. Wir schicken erstmal unsere Galeeren vor. Ja, dann belagern wir... Oh, guck mal da.
14% haben wir jetzt schon direkt als Belagerungsfortschritt. Wir haben einen Mauerdurchbruch, das ist doch hervorragend. Können wir sogar noch einen Separatfrieden mit denen aushandeln, ne? Ja, dann holen wir mal den Diplomaten aus Böhmen zurück. Es gab auch die Aufforderung, ich soll doch nochmal so eine No-Pause-Challenge machen. Werde ich vielleicht auch machen. Muss ich mal gucken, mit welcher Nation ich das dann nochmal mache. Oh, hohe Flottenzerwirbung. Ja, die... Ja, wenn wir das Ding jetzt nach Hause schaukeln. Okay, wir geben doch gerade einen Moment Zeit. Okay, schade. Ja, hat nicht geklappt. Na komm, ab zurück. Na toll, jetzt habe ich es gekriegt. Super. Adel und Kleros verlieren Loyalität. Beraterkosten werden billiger. Bürger verlieren Loyalität. Ich verliere Armee-Tradition. Und ich verliere noch Admin-Macht. Wie asozial ist das denn? Soziale Mobilität ist offenbar nicht gut. Tja, wie der sich hier aufhalten kann jetzt, ohne dass der Zugangsrechte hat, das ist mir jetzt schleierhaft. Wie geht das denn? Das ist Holstein. Das gehört zu Dänemark. Also hier in dem Spiel, ne? Das ist mir sehr, sehr rätselhaft. Tja, komisch. Was wollen wir hier? Frieden? Geben wir mal dein Geld. Zahlen wir mal Geld. Und? Was bringt noch was? Boah, wow, ich kann dich dazu bringen, die Rivalität mit Lübeck zu beenden. Alter, wie hart bringt das denn Prestige? Krass. Okay. Kostet keine Diplomacht. Machen wir. Ja, Tatsache. Boah, fett. So, es geht ab nach da oben. Standmodifikator ist abgelaufen. Bürgereinfluss beträgt nun 60%. Ja, schön. Dann holen wir uns doch mal Stettin. Immerhin auch hier die Renaissance schon schön weit gekommen. Wir könnten Verteidiger des Glaubens werden, was ich echt gar nicht so doof fände. Ich meine, klar, die Technologiekosten werden teurer, aber 5% mehr Armeemoral, ein zusätzlicher Missionar, weniger Kriegsmüdigkeit, mehr Prestige, mehr Papsteinfluss und mehr Hingabe. Und wir dürfen auf einmal überall in Kriegen mitmischen. Finde ich voll geil. Ich mach das. Solange die Revolution auch noch nicht, die Reformation auch noch nicht gefeuert hat. Alles gut. Und wir konvertieren jetzt schön schnell hier weiter. Kommt hier, es gibt nur einen Verteidiger. Hallo, Verteidiger des katholischen Glaubens, Deutscher Orden. Wer könnte das wohl besser machen? Okay, okay, die Johanniter, ne? Aber nein, die kommen hier auch nicht in Frage. Ich weiß nicht mehr noch, ob ich mal gefragt wurde, warum die Johanniter hier jetzt nur noch auf der Insel sitzen, also hier auf Rhodos. Und warum die Johanniter, ja, also warum die Johanniter eben auf Rhodos sitzen. Ich wurde das gefragt. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich das schon erklärt habe, aber vielleicht machen wir das mal an der Stelle noch ganz kurz. Das hat ja was damit zu tun, dass die Kreuzzüge, wie wir alle wissen, historisch abschließend nicht erfolgreich verlaufen sind. Und die Kreuzritter ja mehrere vernichtende Niederlagen erlitten haben.
und die Johanniter, aber ihre wichtige Stellung hier eben in Rhodos behielten. Das haben sie auch zu einer sehr guten Festung ausgebaut. Und ihre Flotte, die sie noch hatten von den Kreuzzügen, haben sie teilweise auch für ja, Überfälle und Ähnliches eingesetzt. Also diese Flotte war tatsächlich auch noch sehr ernstzunehmend. Das hat man hier in diesem Spiel auch historisch versucht umzusetzen, dadurch, dass die Johanniter hier Piraterie betreiben können. Hat auch was damit zu tun, dass diese Insel sehr schwer auch einzunehmen war. Rhodos haben sie, wie gesagt, sehr gut verteidigt. Ich bin da auch mal in meinem Johanniter-Let's Play, ich habe die ja mal gespielt, ne? Bin ich auch mal drauf eingegangen. Und diese Inseln waren halt eben sehr wichtig als Außenposten, denn man muss sich das ja vorstellen, so einen Kreuzzug durchzuführen, das ist ja eine ungeheure logistische Leistung, die man da hätte erbringen müssen, was tatsächlich ja auch kaum zu erbringen war in dieser Zeit damals. Also ohne fließend Wasser, ohne Schienenverkehr, ohne großartige Medikamente, Anästhesie, ohne Medizin, ne? Also jetzt, es gab hier nur diese Volksmedizin im Mittelalter, das ne, ist ja nochmal ein Unterschied, aber jetzt ohne solche Dinge, ohne großartige, Techniken wie Container, Transporte und solche, ne, also das ist ein riesiger Aufwand, den man betreiben musste für diese Kreuzzüge und deswegen ging das halt nur, wenn man überall möglichst viele kleinere Stützpunkte hatte, auf die man sich berufen konnte. Und das erklärt vielleicht auch so für den einen oder anderen, warum Venedig zum Beispiel immer so eine große Rolle spielt bei den Kreuzzügen oder lange Zeit gespielt hat und da auch mit dran beteiligt war, weil die Venezianer ja überall ihre Handelsniederlassungen hatten und deswegen ja schon über mögliche Strukturen vor Ort verfügten, an die man anknüpfen konnte. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen sitzen die Johanniter tatsächlich noch hier, weil sie Rhodos irgendwann auch mal gehalten haben als Insel und das eben geplant war, dass hier rüber die Kreuzzüge dann laufen und dann weitergehen hier im Heiligen Land. Und sie wurden dann eben später dahin zurückgedrängt und mussten ganz, ganz viel ihrer Landbesitze, mussten sie abtreten. Und ein ähnliches Schicksal drohte ja hier unten auch dem Deutschen Orden. Deswegen wurde der Deutsche Orden aber auch noch andernorts mit Land bedacht, besonders eben im Heiligen Römischen Reich, wo er wirklich einen sehr, sehr beachtlichen Grundbesitz anhäufen konnte. Das habe ich aber schon mal auf jeden Fall erwähnt. Ja, und jetzt gerade da das Spiel so ein bisschen bei mir leckt, weil im Hintergrund irgendein Steam-Update läuft, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle einen kurzen Cut. Wir nehmen noch die Entscheidung mit. Gucken nochmal gerade in die Stände rein. Ich hätte gerne, dass... Okay, die Bürger dürfen von mir aus nochmal Loyalität verlieren. Aber der Klerus sollte keinen Einfluss gewinnen. Und ich krieg nochmal einen 5%igen Malus, Achtung, auf meinen Handel. Wie wahnsinnig ist das denn? Bürger verlieren 10% Einfluss. Und hier erlangen die Bürger nochmal 10% Einfluss. Das kann ich mir hier jetzt nicht erlauben. Boah, es ist atzlig, ey. Ich kann denn jetzt halt nochmal irgendeine Provinz hinterherwerfen. Aber das machen wir dann im nächsten Teil. Ich sage jetzt erstmal macht's gut, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.